Oh, was ist das denn? Hallo, junge Dame. Du musst die neue Seelenfährfrau sein. Freut mich, deine Bekanntschaft machen zu dürfen. Ich bin Francis. Man könnte sagen, dass ich eine Art reisender Händler bin. Also, ich liebe Zeugs, Objekte, Kuriositäten, Tant. Ich kaufe einfach alles. Will heißen, ich nehme dir alles ab, was du nicht mehr möchtest. Sicherlich bist du schon auf den ein oder anderen wertvollen Schatz gestoßen. Also sag mir, was würdest du gerne loswerden? Och, irgendwas finde ich bestimmt. Besorgung. Verkaufen wir erstmal. Keramikschüssel. Okay. Ja, läuft. Weg damit. So, jetzt gucken wir mal, was wir bei dir kaufen können. Holen wir uns mal rein aus Spaß, weil wir die Kohle haben. So, soll gut sein. Besorgung? Haben wir nix. Alles klar. Es freut mich überaus, eine dynamische junge Dame so hart arbeiten zu sehen. Es ist ja nicht so, dass Sharon kein Profi war, aber seine Umgangsformen waren, nun ja, ein bisschen unterkühlt, wenn du verstehst, was ich meine. Und er hat alles behalten, was er gefunden hat. Wie schade. Aber jetzt bist du ja hier. Hussa, wenn ich das mal so sagen darf. Und, keine Sorge, angehende Seefahrerin. Der alte Francis ist immer in der Nähe, wenn du ihn brauchen solltest. Aber ich möchte deinem Heißhunger auf Abenteuer nicht im Wege stehen. Nur zu, setz die Segel, kleine Matrosin. Och Gott, wie süß. Was ist das überhaupt? Irgendeine Pflanze? Fetzt ja. So, eigentlich wollte ich doch hier zu. Ach so. Ach, ich vergesse das immer. Ich muss ja hier noch runter. Hoffen wir mal, dass das klappt. Deine Briefe kommen schon einen Monat lang zu mir. Ich bin noch nicht die Post. Du brauchst einen Briefkasten auf deinem Schiff. Wenn ich noch einen Brief voller Glitzer bekomme, drehe ich durch. Ich warne dich. Du magst zwar eine Kundin sein, aber ich behalte mir das Recht vor, dich anzumeckern. Kümmere dich darum. Ja. Gucken wir mal, ne? Also, das könnte ich machen. Das noch nicht. Also, Bastler. Kann ich? Das kann ich noch nicht. Das kann ich aber. Wow. Okay. 4000 habe ich noch nicht. Eisbrecher. Briefkasten. Da brauche ich Ahornbrett. Naja. Kann man noch was machen? Ah, hier unten. Also, Briefkasten kann ich noch nicht bauen. So, ich glaube, das hätten wir, oder? So, bauen. Das. Gießerei, das kann ich noch nicht, das auch nicht, aber ich kann ja einen Webstuhl bauen. Dann bauen wir den noch. Für den Webstuhl
können wir dann ein Sägewerk machen, womit wir die Bretter bauen können, um uns dann den Briefkasten bauen zu können. Alles klar. So, was hast du? Ich werde auf diesem Schiff noch verrückt. Was hast du denn? Ich habe nichts zu tun, aber ich stecke voller ungenutzter Energie. Ich muss an irgendwas herumwerkeln. Würdest du mir einen Gefallen tun? Du warst schon immer meine Lieblingsnichte. Das weißt du doch. Ich brauche einen Ort, an dem ich meine Energie bündeln kann. In einem Sägewerk, ja. Dir fehlen nur ein paar wichtige Komponenten dafür. Materialien. Aber die findest du sicher auf den Inseln in der Umgebung. Ich verlasse mich auf deine Hilfe. Du möchtest doch sicher nicht, dass dein alter Onkel auf Deck schlafen muss, oder? Ja, immer mit der Gur. Dieser Webstuhl sieht fantastisch aus. Lass dich nicht davon einschüchtern. Er ist vollkommen einsatzfähig. Ich werde dir zeigen, wie er funktioniert. Du legst Fasern hinein und dann kannst du losspinnen. Achte einfach nur darauf, dass du das Ziel triffst. Wenn du die Markierungsnadel triffst, erhältst du sogar etwas mehr Faden. Siehst du? Ein Kinderspiel, nicht wahr? Okay, versuch du es jetzt mal. Nimm diese Fasern dafür. Warum habe ich so ein komisches Gefühl? Na, mal gucken. Jetzt? Was muss ich machen? Gute Arbeit. Siehst du, es ist gar nicht so schwierig. Die Maschine erledigt die ganze Arbeit. Du musst einfach nur den richtigen Rhythmus finden. Deshalb wirkt es auch so beruhigend. Der Rhythmus, die Geräusche, das Gefühl. Wundervoll befriedigend. Wenn du den Webstuhl nicht verwendest, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen daran arbeiten. Aber mach dir keine Sorgen um das Material. Ich komme schon klar. Okay. Den habe ich auch noch, dann kann ich den auch noch einsetzen. Na guck. Jemanden glücklich gemacht. Das ist aber ein schöner Garten, klopf, klopf. Wer ist da? Anna. Anna wer? Ananas. Aha. Selten so gelacht. Okay. Eichenbrett habe ich noch nicht, weil ich die Werkstatt nicht habe. Das könnte ich mir leisten. Das kann ich mir noch nicht leisten. Kaufe ich mir da schon? Oh, habe ich gerade drauf geklickt? Habe ich tatsächlich. Na gut. Kann ja nicht schaden. Wird schon noch an Kohle kommen. Oh, ich habe vergessen, die Leute zu wecken, fällt mir gerade ein. Läuft doch die Zeit einfach weiter. Lass mich raten, du hast schon wieder Hunger. Das ist kein Müll, daran könnte sich wer weiß was befinden. Ein kleines Schiff, alter Wein, eine Babykrabbe, ja, ja, es könnte schon auch Müll sein. Öffne sie ruhig. Hab ich doch. Bleib doch mal stehen. So, jetzt müsste es dir doch wieder besser gehen. Kommst du?
sehr, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin in letzter Zeit sehr müde und ich fürchte, es wirkt sich so langsam auf meine geistige und seelische Verfassung aus. Hoffentlich klinge ich nicht undankbar, aber ich glaube, das Gästehaus ist nicht sehr gut für mich, so reizend es auch sein mag. Es geht dort etwas laut und eng zu. Ich frage wirklich nur ungern, aber könntest du vielleicht einen Rückzugsort auf dem Schiff nur für mich schaffen? Ich glaube, das würde mir unheimlich helfen. Und dann könnten wir mit unseren Lektionen weitermachen, aber nicht zu Ausgefallenes. Nur ein Ort zum Schlafen und Meditieren. Mit üppiger Bepflanzung vielleicht. Oh, und ein paar natürliche Steine wären famos. Ja, das wäre wundervoll. Nochmals vielen Dank, Stella. So, bleib hier. Du hast Hunger. Oha. Da muss ich jetzt aber hier was machen. So. Gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen. Ich brauche auf jeden Fall eine automatische Gießvorrichtung hier. Dauernervt das ja schon ein bisschen. Hey, du kannst jetzt hier nicht einfach abhauen. Tada. Habe ich noch Samen? Da war ja was. Wie, das ist nichts Gutes. Wie viel Geld gekostet? So, meine Gute, was kann ich für dich tun? Stella, ich muss dir etwas sagen. Ich bin schon vor längerer Zeit darauf gestoßen und bisher schien es mir nicht so wichtig. Halt dich fest. Erinnerst du dich an das Herrenhaus meiner Eltern am See? Es mag merkwürdig klingen, aber es ist hier ganz in der Nähe. Ja, ich weiß, das wirft einige Fragen zu dieser Welt auf. Ich muss zugeben, dass ich bewusst versucht habe, nicht daran zu denken. Aber ich kann es kaum noch ignorieren. Ich habe viel Zeit hier mit dir verbracht und glaube, dass ich für diese Herausforderung bereit bin. Dort erwartet mich vermutlich nur Bedauern und Sorgen, aber es ist ein Versuch wert. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Ich bin bereit, wann immer du möchtest. So, jetzt bauen wir erstmal da ein hier ihr Häuschen. Wenn ich das überhaupt bauen kann. Häuschen? Nein, natürlich nicht. Dann müssen wir wohl noch warten. Sägewerk. Also brauche ich erstmal weiter Faden. Ich komme ja schon. Du hast dein Schiff verbessert. Das ist seltsam. Verrat Albert nichts, aber er hat ein paar Bolzen nicht ganz festgedreht. Wahrscheinlich hat er einfach nur viel um die Ohren. Aber das werden wir gleich haben. Wow, was für eine angenehme Überraschung. Lass mal sehen. Junge, das Schiff verfügt jetzt über ein paar tolle Extras. Zum einen kannst du ab sofort ganz behütet reisen, ohne dich vor den Gefahren der See fürchten zu müssen. Wenn du mit deiner Karte interagierst, kannst du einfach den Modus für sicheres Reisen aktivieren. Das ist alles. Und keine Sorge, der Modus bleibt nicht dauerhaft aktiv. Wenn du den nächsten Zielort auswählst, ist er schon nicht mehr an. Ich hoffe, das wird dir helfen. Was gibt es sonst noch? Ah ja, dein Antrieb wurde etwas aufgemöbelt. Ab sofort kannst du mehrere Zielorte wählen. Ziemlich praktisch. Setz einfach Kurs und entspann dich. Abgesehen davon ist das Schiff einfach nur größer und bietet mehr Platz. Also dann, viel Spaß. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da sollten wir doch hinsetzen. Tut er das nicht? Ah, und jetzt hier hin. Und jetzt dann dahin. Und dann Reise bestätigen. Jetzt haben wir es. Wir kommen schon noch dahin, wohin wir wollen.
So, du hast doch bestimmt Hunger, junge Dame. Wäre jetzt genau das Richtige, das dachte ich mir doch. Über Seelentröstergerichte geht nahezu nichts. Ja. Nochmal umarmen. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Prima. So, die könnten nicht anscheinend jetzt gleich, na, ernten. Ey, 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 nicht weiterfahren hier. Hallo? Braucht das? Hoffen wir mal, dass es hier noch mehr gibt. Sieht nicht so aus. Nö. Ja. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich mit den Dingern machen kann, aber erstmal haben, nicht? Na gut, Kohle kriege ich ja auch, ne? Wie ich gerade so mitkriege. Schneller! Und ich gehe tatsächlich immer zuerst in die falsche Richtung. Schneller! Das war's schon. Na gut. Haben wir mal mitgenommen.